Ja, Leute, ich bin heute unter die Dokumentarfilmer gegangen. Ich möchte euch was erzählen über meine Corona-Schutzmaske, die ich mir heute gekauft habe. Ja, das ist die. Das sieht ein bisschen aus wie ein Mozzarella oder eine Semmel zum Fertigbacken, die noch nicht fertig gebacken ist. Ist aber ein Mundschutz und zwar, ja, sagen wir mal so, federleicht, ne, ist klar, wenn man sich das genauer anschaut. Es ist Pappadeckel, nichts weiter. Und zwar ganz, ganz, ganz hauchdünner Pappadeckel. Ne? Einfach so gepresst, ne? Schlank, fertig. Ne? Und der Gummizug zum Festhalten ist hier so. Ne? Also das ist so eine, den Handels, das ist ein handelsüblicher Dings, wie heißt der? Zonker, ne? Also so, wie sagt man, Staple, also so ein Bürohefter. Ne? Der übliche Bürohefter und zwar, damit es auch klar ist, es ist der, oh, ist mir schlecht, ich bin kein guter, aber Gott, Dokumentarfilmer, ne? Das ist die kleine Ausführung. Ne? Also nicht die, die man in richtigen Büros findet, sondern die, ne, ja, die Mini-Ausführung hat. Und das ist einfach nur ganz ein normaler Gummizug. Ne? Also ist klar, an dem Zeug ist nicht viel dran. Und das hat gekostet ein paar Pfennige. Also Cent, sagt man heutzutage. Na? Und na? Ich habe es heute in einem Sanitärfachgeschäft für 2,90 Euro erworben. Ne? Gut. Weil es das auch gab und ich heute einfach mal, naja, ne? Habe ich also noch ein Dings gekauft. Ne? Das habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich wollte es jetzt zeigen, erst einmal. Es sieht dem anderen sehr, sehr ähnlich. Ja. Der Pappendeckel ist vielleicht ein ganz ein kleines bisschen dicker als der andere, aber gut. Das, na. Aber was ich sagen wollte, zeigen wollte, ist hier, als ich das gekauft habe, ich dachte, das ist eingeschweißt. In Plastik, so nach dem Motto ne? Steril und dergleichen. Und in Wirklichkeit, es ist, ne? Man kann reingreifen, also es ist nicht, ne? Ja, es ist zum Reingreifen, es ist alles andere als steril. Ne? Gut. No, was ist denn jetzt? No. Aha. Ah, drum. Drum, drum, drum. So, also.
Entschuldigung, ich habe das Dings, wie heißt denn das? Teleobjektiv aus Versehen zugeschaltet, ne? Naja. Wie gesagt, ich bin kein guter Dokumentarfilmer. Ich bin auch kein guter Allgemeinfilmer. Ja, ne? Gut. Also, dieses Ding hier kostet sage und schreibe 5,90 €. Na? Das hat vor der Corona-Krise gekostet, paar Cent. Na? Naja, okay. Immerhin, diese Dinger könnte ich wenn ich jetzt wenigstens eine Tochter hätte, na, dann könnte ich diese Dinge der Tochter schenken. Na. Wenn man die zwei nämlich miteinander verbindet, dann bekommt man einen BH für, na, sehr kleine Brüste, ne? Naja. Naja. Aber wahrscheinlich ist der BH billiger, ne, als diese Dinge. Wahrscheinlich ist auch so ein klein BH, jetzt nur mal so ein Tipp, also ein klein BH, na, wie soll man sagen? Sinnvoller als Mundschutz. Also, BH kaufen, die zwei Körbchen voneinander trennen, vor die Fresse binden und fertig. Naja. Jetzt wird noch das Dings hier. Jetzt glaubt es mal wieder keine Sauna. Das ist ja das Kreuz. Also, das Ding kostet tatsächlich 5,90 €. Das ist ein FFP1 ohne Filter, ne? Was immer das ist, ne? Was immer ein FFP1 ist, ne? Ohne Filter ist klar. Also das heißt, es nutzt gar nichts. Also schreiben die. Okay, ja, das wär's dann, ne? Gehabt euch wohl, Leute.